So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Eintrag in meinem Whisky-Tagebuch. Ja, es geht mal wieder, wie im letzten Video bereits angekündigt, um meine Lieblingsbrennerei. Destille, wie auch immer, ne? Und zwar hierbei um eine Sonderabfüllung. Also wer das vielleicht nicht so verfolgt hat, es gab bei Unterhaven in den letzten Monaten, mal in jedem Fall, mehrere Limited Editions, die rausgekommen sind. Der Anfang hatte ein Nichtraucher gemacht, nämlich das 14-jährige PX Finish, der für 11 Jahre in Second Fill Oloroso Sherry Fässern gereift war und dann ein 3-jähriges Finish in PX Sherry Fässern erhalten hat. Der wurde bereits von mir auf diesem Kanal hier verkostet, der war nicht rauchig. Danach kam ein Raufiger, beziehungsweise mehr oder weniger, glaube ich, zeitgleich. Ich habe ihn damals verpasst so ein bisschen. Und zwar war das der Brandy Finish. Da hatten wir es mit einem Whisky zu tun, der... ich muss sagen, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich meine, 2000... Genau, der war... auf dem Papier 12 Jahre alt, um genau zu sein, 12,5 Jahre. Und der war 9 Jahre in Sherryfässern gereift und dann 3 Jahre in einem Brandyfass gefinisht worden. Das war, wie gesagt, ein rauchiger Whisky. Und das ist jetzt hier diese dritte Ausgabe dieser Limited Edition für dieses Jahr. Und zwar ein ebenfalls rauchiger Unterhaven, der seine gesamten 9 Jahre und ein bisschen, meine ich, ja genau, seine gesamten 9 Jahre und ja, etwa 2 Monate lag er in Bordeaux Rotweinfässern, was wohl ein Novum ist bei Bunnerhaven, denn das haben sie mit ihrem Moine, also sprich mit ihrem Rauchigen-Destillat noch nie gemacht, eine reine Reifung in Rotweinfässern. Es wird noch ein vierter kommen und das wird dann wieder ein Nichtrauchiger. Und zwar wird das ein 20-jähriger Unterhaven sein, der in einem besonderen Sherryfass, ich meine Pale Cortado oder wie auch immer, spricht mal garantiert anders aus, als ich das getan habe, jedenfalls in einem relativ besonderen Sherryfass wurde der gefinisht. Preistechnisch wird der ziemlich ambitioniert sein, also der soll wohl bei um die 250 Pfund anfangen. Wenn ich die Möglichkeit habe, da meine Finger dran zu bekommen zu einem halbwegs anständigen Preis, den teilen kann, dann werdet ihr den bei mir sicherlich dann auch noch sehen. Aber heute soll es um seinen rauchigen Vorgänger gehen. Was haben diese Limited Editions gemein? Ja, erstens mal im Grunde immer interessante Fassnutzung. Das nächste im Grunde hoher Alkoholgehalt. Das sind immer Fassstärken, die für gewöhnlich dann so... Ja, aber nicht wundern hier, meine Tube scheint hier einen kleinen Schlag bekommen zu haben, deswegen will der Deckel nicht ganz so drauf, wie ich will. In jedem Fall so zwischen 55 und 60%. Ich glaube, der mit dem niedrigsten Alkoholgehalt war der 14-jährige PX Finish, der hatte 54 irgendwas. Deswegen stehen hier auch zwei Gläser, denn bei diesem hier, der jüngste ist, unter diesen Ausführungen, ist es nun mal so, dass der 58,1% hat. Jetzt kann das natürlich absolut sein, dass der in dieser Stärke cool zu trinken ist. Will ich jetzt gar nicht behaupten, dass es nicht der Fall ist. De facto muss ich auch sagen, dass die Flasche hier zwar schon offen ist, weil ich einen Teil daraus geteilt habe, in eine Flaschenteilung, aber ich habe ihn noch nicht probiert. Was ich allerdings tun werde jetzt, deswegen stehen noch zwei Gläser hier, ich werde ihn definitiv direkt in einem Glas verdünnen und damit anfangen. Warum mache ich das? Also natürlich in erster Linie, weil ich einfach viel mehr Bunnerhaven trinken will, deswegen habe ich zwei Gläser. Nein, es geht natürlich einfach darum, wenn ich jetzt mit den 58% anfange, was ich müsste, wenn ich keine zwei... Meine Güte, ich schenke heute aber auch ein, als hätte ich so ordentlich Durst. Naja, gut. Jedenfalls, wenn ich mit den 58,1% anfangen würde, kann halt gut sein, dass ich nachher nicht mehr so viel mitbekomme. Na, deswegen möchte ich gerne das andersrum machen und entsprechend brauche ich dann halt zwei Gläser. So, wir dünnen jetzt das
von mir aus gesehen rechte Glas. Ich glaube, ich habe im Video noch nicht ein einziges Mal gesagt, richtig gesagt, aus welcher, wie es von euch aus gesehen ist. Also von euch aus dürfte das dann jetzt hier das linke Glas sein. Und wir geben hier durchaus ordentlich Wasser rein. So. Von der Farbe her, super schön. Also wirklich ein schöner Farbton. Wenn man das mal vergleicht mit dem Moine, dem Standard, den ich probiert habe, der ist da ja anders ausgefallen. Ich werde jetzt den, das ist ja hier der unverdünnte, den werde ich zuerst verriechen, werde dann allerdings danach den verdünnten verriechen und verkosten. Also von der Farbe her, ich würde sagen, so ja, heller Kupferton, Rotgold, irgendwie sowas, ne? Schöne Farbe auf jeden Fall. Mhm. Der Alkohol ist da, macht sich ganz klar kühlend in der Nase bemerkbar. Dahinter eine säuerliche Note, also eine säuerliche Frucht, ich kann das aber gerade schlecht definieren. Und so eine buttrige Gebäcknote für mich. Aber der Alkohol ist schon sehr präsent, muss ich sagen. Also da tue ich mich auch schwer, einfach jetzt noch tiefer einzusteigen, weil ich einfach merke, wie mir der Alkohol in die Nase steigt und alles dicht macht. Deswegen gehe ich jetzt erstmal zum Verdünnten über. Ich kann noch ein bisschen, also vom reinen vom Geruch her würde ich sagen, er kann noch ein bisschen Wasser vertragen. Also ich hatte viel drin im Whisky, muss man fairerweise sagen. Also habe ich ihn jetzt vielleicht verdünnt auf. Denk mal, dass ich jetzt so bei der üblichen Trinkstärke bin von Brunnerhäfen, so bei Mitte 40. Mhm. Die säuerliche Fruchtnote ist auf jeden Fall da. Immer noch. Das ist jetzt sowas zwischen Weintraube und Johannisbeere für mich. Das ist auf jeden Fall so eine dunkle, also etwas dunklere säuerliche Frucht. Für mich dann auch so ein bisschen was von Kirsche noch mit dabei. Aber nicht unbedingt jetzt eine Sauerkirsche, sondern schon eine Schwarzkirsche, also eine süßere, kräftigere, dunklere Kirsche. Der Rauch ist da. Ist jetzt aber gar nicht mal so im Vordergrund, also der schwingt eigentlich so schön mit den Fruchtaromen. Diese Gebäcknote habe ich auch immer noch. Erinnert so ein bisschen mich an, ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht mit Mürbeteig schon mal gearbeitet habt, wenn man mit einem Mürbeteig im Grunde als Basis für eine Torte nimmt, dann bestreicht man den gerne, beispielsweise mit einer dünnen Schicht aus einem Gelee oder einer Marmelade und so. Ein bisschen erinnert mich das hier so ein bisschen an einen Mürbeteig bestrichen mit so einer, mit einer schwarzen Johannisbeermarmelade. So ein bisschen. Also wirklich sehr angenehmer Geruch. Der Rauch, wie gesagt, schwingt da so mit, aber der ist jetzt weder störend noch nach vordergründig. Also ja, er ist rauchig, aber maximal auf Beaumont-Niveau. Ja. Also ich hatte jetzt vielleicht auch erwartet, dass der Rauch hier, ja gut, vielleicht liegt es daran, dass der Moine dann vielleicht auch ein bisschen jünger ist, ja, dass hier dann der Rauch sich schon ein bisschen weiter oxidiert hat und entsprechend ein bisschen schwächer geworden ist. Also ich finde Rauch hier, er kommt auf jeden Fall mal schwächer vor als beim Moine. Das kann aber auch daran liegen, weil hier die Fassaromen so viel stärker sind, dass es deswegen einem so vorkommt. Gut, probieren wir mal die verdünnte Version. Schönes Spiel am Anfang aus säuerlichen Früchten, süße, also säuerlichen Früchten, süßen Früchten. Wirklich wieder diese Ambivalenz zwischen schwarzer Johannisbeere und so einer Süßkirsche. Ein Hauch von Honig mit dabei. Der Rauch ist so,
wie soll ich sagen, der Rauch erinnert mich so ein bisschen an Nebel, ja? Wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, wenn es richtig hart neblig war, also keine Ahnung, ich weiß, es war bei mir mal ein Silvester vor ein paar Jahren, als ich dann am frühen, also ja, frühen Morgen, sagen wir so, 3 in der Nacht oder so heimgefahren bin, heimgelaufen bin, dann musste ich durch ein Waldstück und da saß so richtig der Nebel drin. Und man ist so durch diesen nebligen Wald gelaufen. Und so ein bisschen kann man sich das hier auch vorstellen. Die Aromen sind sozusagen die Bäume und die sind so umgeben von diesem nebligen Rauch, ohne dass der die jetzt aber überschattet. Die Aromen kommen einer nach dem anderen aus dem Rauch hervor, kommen schön an den Gaumen hin. Das ist wirklich eine schöne Symbiose aus Rauch und Frucht. Es ist eine klare Rotweinfassreifung. Also man merkt das, er ist auf der säuerlichen Seite im Abgang. Diese typisch herbfruchtigen Noten von diesen Rotweinfassreifungen. Also wir sind hier auf jeden Fall beim Espresso, bei Kaffee. Eher bei Espresso, nicht so die Schokoladenrichtung, weil ich finde bei so Rotweinreifungen hat man das sehr, sehr gern, dass die relativ trocken sind im Abgang. Und Schokolade ist mir dann irgendwie schon durch den Kakaobutter und so weiter, ist mir dann schon zu fett. Also das ist jetzt eher so Espresso, wirklich so ein staubtrockener, starker Espresso. So könnt ihr euch das gut vorstellen. Und so ein bisschen Frucht noch, die mit ausklingt. Diese würzigen Espresso-Noten bleiben ähnlich lang da wie der Rauch, bilden einen sehr trockenen, herben Abgang, der jetzt aber für mich nicht drüber ist, also zumindest verdünnt. Also ich finde den richtig gut. Also schöne Rotweingeschichte einfach. Also es ist ganz typische Aromen für eine Rotweinfassreifung bei einem Whisky meiner Meinung nach. Also wer das nicht mag, ich meine beispielsweise der Peter von Whisky Turn Table ist ja jemand, der mag das so gar nicht, wenn das dann zu säuerlich und zu trocken im Abgang ist. Für den ist das vielleicht nicht unbedingt der Richtige. Aber also ich finde den richtig gut. Ich muss auch sagen, er wandelt sich auch mal ein bisschen auf der süßeren Seite, dann ist wieder diese schwarze Johannisbeere mehr im Vordergrund wieder. Dann beim nächsten Mal ist der Rauch ein bisschen stärker da. Der Rauch ist genauso, wie ich ihn beim Moina auch festgestellt habe, so ein Mittelding zwischen einem ausgegangenen Lagerfeuer und so einem leicht aschigen Rauch. So was in der Richtung. Ja, jetzt kommen wir dann gleich noch zur unverdünnten Version. Was ist jetzt meine Erwartung? Also ich muss klar sagen, ich finde ihn verdünnt gut. Und meistens, wenn er verdünnt gut ist, heißt das, dass er unverdünnt wahrscheinlich nicht ganz so gut ist. Muss man mal schauen. Von der Nase her, der Alkohol war schon sehr präsent. Bei einem 9-jährigen Whisky mit 58,1 abzufüllen, ist gewagt. Das können nur ganz, also aus meiner Sicht, es gibt ganz wenige Fässer, die bei 9 Jahren einfach schon Harmonie und sonst was aus Alkohol, aus Fassaromen und Brennereicharakter erreicht haben, die auch wirklich in Fassstärke schon funktioniert. Aber man merkt es auch immer mehr jetzt, wo immer mehr Single Cask abgefüllt werden, wo da nicht mehr drauf geachtet wird, dass die genau diese Balance haben, dass man Whiskys hat, die in der Theorie sehr schön sind, aber in der Praxis einfach noch nicht alt genug sind, um zu funktionieren. Ja. Aber gut, ich bin ja schon mal froh, dass der auf jeden Fall verdünnt für mich sehr gut funktioniert hat. Dadurch kann ich schon mal sagen, dass ich zufrieden bin. Ja? Jetzt schauen wir mal noch, was er unverdünnt kann. Die Frucht wirkt in der Nase noch trockener.
Schwarze Johannisbeeren, vielleicht auch so ein bisschen was von. Es gibt auch schwarze Stachelbeeren. Ich weiß nicht, ob die schon mal jemand probiert hat von euch. Wir hatten, ich hatte in meiner Kindheit eine Nachbarin, die extrem viele Stachelbeeren gezüchtet hat. Und da hatte ich auch schwarze Johannisbeeren probiert, die sehr, sehr herb sind. Aber auch so eine gewisse Fülle haben also ein gewisses kräftiges Aroma. Und hier riecht man ganz klar trockene, dunkle, herbe Frucht. Ja. Der Rauch ist lustigerweise eine ist in der verdünnten Version definitiv etwas präsenter. Hier ist diese trockene, dunkle Fruchtnote liegt über allem. Im Mund genau das Gegenteil hier. Deutlich süßer zu Beginn. Wird dann zu diesem dunklen, herbfruchtigen. Also im Mund ist er eigentlich sehr schön. Aber man merkt dann, wenn man ihn schon so drei Sekunden im Mund hat, dann merkt man, wie er langsam alles betäubt. Und im Abgang merkt man auch, dass er noch nicht so ganz mit dieser Fassstärke einverstanden ist, dieser Whisky, weil ich finde, im Abgang hat er dann schon was leicht Alkoholisches. Der Abgang ist nicht so schön. Ja, jetzt bereue ich es ein bisschen, dass ich den doch schon weiter runter verdünnt habe. Ich werde den jetzt hier mal langsamer runter verdünnen. Ich glaube, den einen Schluck konnte ich verkraften ganz gut. So. Ja, da ist noch nichts passiert mit der Menge an Wasser. Noch ein bisschen. Ganz klein bisschen noch so. Ich denke mal, jetzt kommen wir so langsam Richtung 50%. Und jetzt schauen wir mal. Die herbe dunkle Frucht ist immer noch dominant, aber wird ein bisschen. Kommt nicht mehr so aus dem Glas gesprungen, sage ich jetzt mal. Der Rauch, das kann natürlich auch sein, dass ich mich an den Rauch gewöhne, ja? Der tritt immer mehr in den Hintergrund. Jetzt hat er so ein bisschen das Schlechte aus beiden Welten. Die Süße zu Beginn ist weg, die er noch in seiner Grundform hat. Und der alkoholische Abgang ist noch da. Also grundsätzlich pur trinken. Nehmt kleine Schlücke, dann denke ich, kann man das durchaus machen bei diesem Whisky. Man opfert ein bisschen was im Abgang, der ist schöner verdünnt. Wenn ihr verdünnt, dann verdünnt ordentlich runter, durchaus auf Mitte 40%. Oder probiert einfach mal, wie es euch am besten gefällt. Ein wahnsinnig interessanter Whisky. Eine sehr schöne, reine Rotweinfassreifung. Ist ja auch häufig so, dass man nur einen Rotwein Finish bekommt, hier bekommt man eine Rotweinfassreifung für komplette 9 Jahre, das finde ich sehr schön. Was finde ich nicht sehr schön? Dass dieser Whisky so schwer zu bekommen ist. Ja. Also es gab ihn bei ein paar Shops in den Niederlanden, da war ich nicht schnell genug. Dann habe ich zugegriffen, als ich ihn noch bei einem einzigen Shop und auch nur eine einzige Flasche in den UK gefunden habe. Und ja, mit Transport und allem sind wir danach halt auch schon bei 130 Euro. Das ist für einen 9-jährigen Whisky. Das ist Wahnsinn, sage ich ganz ehrlich. 70, 80 Euro, was er ursprünglich mal gekostet hat, soweit ich weiß. Ich glaube, irgendwo zwischen 70 und 80 Pfund hat er mal angefangen eigentlich. Das war der Ausgabepreis der Destille. Das fände ich okay, muss ich sagen. Damit kann man was anfangen. Da kann man sich drüber streiten, ob das dann wert ist. 130 Euro, wenn ihr nicht Hardcore Bunnahelfen-Fan seid, so wie ich das ja auch bin, ja, dann besorgt ihr vielleicht mal ein Sample, aber die eine oder andere Flasche wird sicher geteilt werden und lasst die Flasche ansonsten an euch vorübergehen. Ich finde ihn wahnsinnig spannend, gerade verdünnt, für mich sehr, sehr, sehr schöner Abgang, sehr schön ausbalancierter Rotwein,
gereifter Whisky. Ja, und damit sind wir dann auch mit der erste der drei Sonderabfüllungen, die ich jetzt hier noch zu den rauchigen Gruner Helves vorstellen möchte, durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.